ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! And we're talking crazy. Ja, die beiden sagen's, willkommen zurück und huhu beim Quali und bei Blood Bowl 2. Wir sind immer noch mit der Chaos Snotpole Chaos Squad, so heißt das Team wirklich zu rennen. Ich dachte, ich zeige euch mal hier so ein Teamfoto. Wir haben inzwischen auch genug Gold, um uns einen weiteren Spieler zu kaufen. Und zwar einen Minotaurus. Minotaurus, so böse sieht er aus. Was kann man denn da für Kopfveränderungen? So. Also, ich glaube, mit so roten, glühenden Augen sieht er noch viel böser aus. Und ich habe zwei Anfragen für Spielernamen bekommen für das Chaos-Team. Ich nehme einfach mal die, als erstes reingekommen ist. Und zwar der Blood Scorpion. Über YouTube hat er sich gemeldet und möchte ein Minotaurus sein. Okay. Geht. Willkommen, Blood Scorpion, in der Nordpole Chaos Squad. Okay. Käufe bestätigen. So, da ist er, der Blood Scorpion. The Bank of Altdor. It said there is no safer place for your money. That's because they share the vault with the Gold Wizards. And nobody's gonna steal from them. So, der wichtigste Skill ist wahrscheinlich rasend. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, besser Leute über den Rand zu schieben. Robust ist aber auch ganz gut. Der kann nicht so schnell verletzt werden. Das ist natürlich hier der Nachteil an dem Minotaurus. Wildes Tier, das heißt, wir müssen immer über die drei würfeln, wenn wir mit ihm irgendwas machen wollen. Und wenn wir blocken oder blitzen, dann können wir zwei addieren. Das heißt, auf einen 2-Plus-Wurf macht er auf jeden Fall, was wir wollen. Wenn dann wir ganz normal mit ihm nur rumlaufen, dann haben wir ein Problem. Meistens mit dem Minotaurus. Außerdem hat er Knochenbrecher und Hörner. Das ist schon mal ziemlich gut. Einzelgänger wie fast jeder Big Guy. Das ist leider so. Naja. Gut, willkommen, wie gesagt, Black Scorpion. Und wir spielen ja gegen ein anderes Chaos-Team. Die haben bestimmt auch einen Minotaurus. Wir gucken uns die mal kurz an. Ja, da ist er. Auch ein Minotaurus da. Wir gucken uns doch die Spielerliste mal angucken. Und gucken, was uns da so entgegenkommt. Wir haben einen Tiermenschen mit Knochenbrecher und Blocken und der Cartman von denen quasi. Hat sogar, glaube ich, dieselbe Frisur. Was haben wir hier? Wir haben einen standfesten Tiermenschen. Okay. Wer es braucht? Wir haben noch einen Tiermenschen mit Knochenbrecher und Blocken. To join Skinks Fitness Club, all you need to do is sign a 500-year contract. If you forfeit a payment, don't worry. They only sacrifice you to Sotek. Ja. Wir haben ein schweres Gerät, Minotaurus. Der ist also ein bisschen besser als unserer. So, die Chaoskrieger haben hier unerschrocken. Warum gibt man einem Chaoskrieger unerschrocken? Aber egal. Ist nicht so schlimm. Hier, das Klaue ist natürlich gegen uns nicht so gut. Also für uns nicht so gut. Also gut, vor den beiden Tiermenschen habe ich ein bisschen Angst hier. Vor dem dreckiges Haar und dem Spartigos. Aber gut. Und hier vor dem Tritia Vilemucus. Naja. Okay, der Rest sieht relativ machbar aus. Starten wir die Partie. All organizational details have been settled. The match can begin. Dim, 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 dim. 2, 1 und Ladung. Are you ready, Bob? I was born ready, Jim. Welcome back, Blood Bowl. You believe the rumors,
That team has spent all their extra time on the training field. They're up for this. Das ist der Gegner. Thirsty. Are you Bob? Sure am, Jim. The Bloodweiser babes are out. Which reminds me, just how refreshing Bloodweiser, a new Bloodweiser bite. All the taste of Bloodweiser without the toxic aftertaste of death can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. I hope you're ready for some violence and action. We should get some today, with one team having an edge over their opponents. On parchment, anyway. Jo, wir sind in der Defensive. Und natürlich wechseln wir jetzt sofort auch unseren Minotaurus ein. Für Plastiklöffel. Und die beiden Chaoskrieger müssen natürlich auch aufs Feld für den Umbreon. Coriminus lassen wir auch auf dem Feld und der Enger ist auch noch auf dem Feld. Der muss auch wieder raus. So, dann stellen wir den Eloridus mal vorne hin für den Samur und speichern mal die Aufstellung. So, und dann geht's los. Sieht schon beeindruckend aus, der Black Scorpion hier. Cartman kickt den Ball in die gegnerische Hälfte. Und unser Gegner darf sich ein Feld weit bewegen. Macht er aber anscheinend nicht. Okay. Apparently, this player forgot his hands in the changing rooms. Und direkt fliegt schon ein Wiederholungswurf. Und yes, Turnover. Läuft. Sehr gut. Sehr gut. So, wen haben wir denn hier? Wir haben den unerschrockenen Chaoskrieger. Alles klar. Da haben wir... Was ist eigentlich das Skill? Merkwürdiger Skill. Das ist Tackle. Okay, alles klar. Okay. Wir müssen ein bisschen wegen dem Minotaurus aufpassen, wo wir uns platzieren. Deswegen Mischka einmal nach vorne. Cartman einmal nach vorne und bloß nicht an den Spielfeldrand wie Minotaurus. So, wir blitzen direkt auch mal mit dem Minotaurus gegen den Chaoskrieger hier. Und direkt wildes Tier versaut. Auf die... Ah, Gott. Nein, dafür lasse ich keinen Wiederholungswurf. Stroking him on his belly or chin may calm him down. Ja. Nee, das ist kein guter Start in das Spiel. Black Scorpion, lach es nicht so, dass ich es bereue, dass dich gekauft zu haben. So. Nein, und schon wieder dieses Scheiß verklicken. Gott sei Dank wurden wir nicht bestraft dafür. So. Mal ein bisschen prügeln. Dumm. Very dumb. One of them should hit harder next time. Der Eloridus macht's besser. Yes. Ich habe die Animationen wieder an wegen den Intros, aber ich mache sie jetzt mal wieder aus. So, was machen wir mit dir? Ja, du kannst mal einen Einserblock machen. Pushing! Los, Bero, folge ihm. Look at Twinkle Toes there. Zu Ben. Hätte besser laufen können. Erste Aktion von Black Scorpion, unserem neuen Spieler, und direkt. Hey Trainer, was soll ich machen? Draufhauen? Nö, hab ich keinen Bock zu.
Der ist mir zu dick, dieser komische Gausskrieger da. Oh, dear. Wir können unser Gegner anscheinend in der Bälle aufheben. Der gegnerische Minotaurus macht es besser. Und Beru muss dafür leiden. Tja. Ganz schön fies. So einfach haut mein Koali nicht um. I call that a tie. Ja. Jetzt kommt der Clown. Chaoskriege. Aber auch der schafft es nicht so ohne weiteres, hier den guten Frank zu stören. So, der Mischka und der Cartman könnten sich jetzt mal um den Ballträger kümmern. Da ich noch Wiederholungswürfe habe, wird der Cartman das Ganze jetzt übernehmen. Leider muss er ausweichen. Und seht ihr, da ist das Problem. Ja. Ach, come on, Cartman. Und auch noch gelähmt. Das Spiel geht echt nicht los. Black Scorpion wieder verweigert Trainingsanweisungen. Cartman ist zu blöd, in einem Chaoskrieger auszuweichen. Ach je. Die Leiden eines Blood Bowl Trainers. Siehst du, Cartman, was du da angerichtet hast? Jetzt wird der Mischka auch zum Boden geschleudert. Langsam, aber sicher kommt der Gegner dann auch nach vorne. Good call. Intimidation is the key. Was one of my strengths when I was still playing. Lesrak wird umgeprügelt. Der gegnerische Minotaurus hat keinen Bock. Sometimes cute animals like this forget the sport and embrace their wild side. Aha. So, jetzt sind wir wieder dran. Ungleich schlechtere Voraussetzungen. Backfisch einmal hier neben dem Mino, damit der Eloridas den umhauen kann. Folgen. So. Einser Block. Ja, an den Ballträger komme ich jetzt nicht dran. Wir hauen einfach mal den Tiermenschen hier, der nervt. Weg mit dir. Bleiben wir stehen. So. Und Black Scorpion. Blitz. Gegen den Krallenhaini. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. Oh, you had better run, boy. Oh je, das ist alles nicht so gut. It looks rather like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Toromania. Okay. Ja, gefällt mir alles nicht, wie es gerade läuft hier. Aber, naja, muss man mitleben. Unity is strength. Komm, Samur, Knochenbrecher, Attacke musst du aushalten können. Apotheker wird ziemlich früh im Spiel gebraucht. Oh.
Gott sei Dank konnten wir den Tod von Samu abwenden. Das hätte sehr weh getan, denn der ist einer, der die meisten Starspielerpunkte zusammen mit dem Mischka und Backfisch gesammelt hat. Aber da sieht man mal, wie krass dieses Knochenbrecher sein kann. Grimus ist K.O. Bei uns aber anscheinend nicht. Weder Cartman noch Samur haben da von dem Skill groß bisher was gehabt. Keep pushing! Jetzt haben wir auch noch einen dritten Spieler mit Knochenbrecher. Ich nehme den down. So oder so wäre der Black Scorpion down gegangen. Kann einmal aufstehen. Aufstehen. Lol, das einmal prügeln bitte. Na gut. Folgen. So, dann stellen wir den Beru mal neben den Minotaurus. Stehen mit dem Cartman auf. Und der Frank versucht jetzt den Minotaurus mal zu prügeln. Obwohl, Moment, stopp, wir können noch Backfisch zur Unterstützung heranziehen. Und jetzt den Minotaurus einprügeln. This player likes to be well assisted in a fight. Okay, wir prügeln ihn tatsächlich wieder. Sehr gut, und eine Verletzung. Der Minotaurus ist down. Gut gemacht, Frank. Und ein Feld weiter bist du auch noch neben dem Ballträger. Aufstehen. So, und jetzt müssen wir noch versuchen, den Koali hier von den Zuschauern zu retten. Ja, mit Ausweichen hat er es geschafft. Super Skill. Okay. Hier wird jetzt wieder gehauen und gestochen. Gestochen hoffentlich nicht. Obwohl, wenn ich mir die Hörner da so angucke. Hm. Einser Block. Und leider hat der Lori das noch keinen Block. Der Lesrak übrigens auch nicht. Negativblock und wieder geht der Blood Scorpion down. Also wir müssen auswählen, ja komm. Hat der Gegner echt Glück? Ach herrje, komm aufstehen Black Scorpion. Aufstehen Lesrak. Aufstehen Mischka. Und aufstehen Eloridas. So, und der Frank wieder gut in Form als einziger in unserem Team. I'm watching the same match as you. Okay, wir haben beide Block. What are they slapping each other with? Dead fish? Put some force behind those punches. So, und der Cartman. Nothing's balls, Jim. They're going for the ball. Auch hier hat das Ganze leider nicht so geklappt, wie es soll. So, Koali einmal zur Unterstützung ins Backfield. Backfisch genauso etwas abziehen. So. Und beenden den Zug. Zumindest verlangsamen wir den Gegner. One less annoyance to deal with. And now the ball carrier is free to move. Ist ja gar nicht. Noch zwei Chaoskrieger.
Der Elo und der gute Frank. Der Minotaurus wird ein bisschen durch die Gegend geschubst. They're building a cage around the ball here. It's a solid tactic. Ja. Ein gelähmter Red Blood Scorpion ist kein gutes erstes Spiel für dich. Dodging out of the way rather than blocking, Bob? No, Jim. Strike first, run later. That's always been my motto. Okay. So, immer die Unterstützung hier rein und dann können wir mit dem Frank hier prügeln. Den nach da schieben. Ach, bringt das was? Ja, das bringt was, glaube ich. Folgen. Look at all those players sitting down on the job. They'll be trouble with the union. Das muss nämlich ein Doppelblock sein. Wiederholungswurf. Commodore das. Ach, come on. Nee. So viel Sand und keine Förmchen. Auch hier nur das Schieben. Ah, das ist der Standfeste. Okay, alles klar. Gut, Koali weiter im Backfield. Unser Minotaurus K.O. Nur ein Spieler auf dem Ball. Somit beenden wir den Zug in einer schlechten Position. Und der Gegner hat noch zwei Turns, um einen Touchdown zu erzielen. Ist aber in der Mitte auch schon durchgebrochen. Also wenn er jetzt ein bisschen schlau ist. Well done. You help the ball carrier. Sieht aber eher danach aus, als ob er ein bisschen prügeln will. Bin gespannt. Da kommt ein Minusblock. Das ist sogar mit Wiederholungswurf, glaube ich. Ja, mit manchen Spielern kann man sich auch Minusblocks erlauben. Also mit Koali würde ich auch Minusblocks hin und wieder mal machen, weil der eigentlich nur auf die 6 umfällt. Es sei denn, er blockt gegen einen Spieler mit Tackle. Ja, jetzt läuft er ein bisschen nach vorne. Aber das reicht nicht, um einen Touchdown zu machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, komm mal. Der auch nicht. Der Chaos-Krieger ist recht nicht. Zählen wir gleich. So, einmal schieben. Gegen den Lesrak. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. So, jetzt können wir in Ruhe zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, kein Touchdown in Sicht. Alles klar. Was machen wir denn? Wir hauen mit dem Frank und einem diesen Team. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Folge. Noch eine Verletzung. Ja, der Frank ist echt gut drauf jetzt in diesem Spiel. Zweite Verletzung schon für den Frank. Und der ist der keinen Knochenbrecher hat. Also ich möchte nur noch mal dran erinnern. Cartman und so, hier aufstehen. So, hier einmal ein Blitz mit unserem Minotaurus. Komm, jetzt mach doch mal was. So nicht. Ah, geht doch.
with arms like tree trunks. There was only going to be one result in that spat. Hier haben wir noch einen Zweierblock, den wir auch wahrnehmen. Okay. Und dann können wir den Cartman hier oben zur Unterstützung holen. Und dann haben wir mit Bugfish nämlich auch noch einen Einserblock. Dann würden wir Koali auch noch zur Unterstützung holen, sogar einen Zweierblock gegen den Chaoskrieger. Und stehen bleiben. Alles klar. Zug beenden. Viel Spaß beim Richtung Endzone laufen. Du wirst es trotzdem nicht schaffen, einen Touchdown zu machen. So, das ist schon mal gut, dass wir den Taurus verletzt haben. Apparently, Wizards call that kinetic energy. Ja. Er läuft da Richtung Endzone, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Wir haben sogar noch einen Nachzug, ne? Is the assist gonna be enough to come out on top? He won't leave him alone anytime soon. Okay. Ja, der Ball ist mir egal. Wir prügeln einfach ein bisschen noch. Aufstehen. So, hier gibt es einen Zweierblock. That player was about to get punched above and below the belt at the same time. Folgen. That's it. Force him back and then pow. So, hier der Krallenheini. Der muss doch jetzt mal gegen den Minotaurus leiden, oder? Wiederholungswurf. Natürlich. Turn over. Black Scorpion, das ist keine gute Leistung. Es ist einfach schlecht, was du da ablieferst. Ah. Naja, immerhin kein Gegentreffer. The lazy gits. This is indeed a vital kickball. Team scores in deadlock. It's time for one of the squads to step up and be a winner. Der Umbrand ist auch im Spiel. Nee, nee, nee. Tier Pyriminus ist leider noch K.O. So, wie kriegen wir das jetzt hier gut gelöst? Hierüber. So, wenn der jetzt einen Blitz macht, ihn nach da schiebt und dann nach da schiebt, dann kann ich ihn rauskicken. Sehr gut. Das heißt, wir stellen den Minotaurus schon mal in Blitzposition. So, der Mischka. Noch da. Bugfish ist wieder dafür zuständig, den Ball aufzunehmen. Bero geht vorne an die Line. So. Wo ist der Samur? Der geht hier hin. Und der Lesrak geht hier hin. Je mehr Chaoskrieger hier auf der Seite, desto besser. Der Frank ist ja gerade gut drauf. So, Cartman, dich brauche ich auch eher hier. Alles klar. Those players are running each other. Were you much of a runner on the field? Absolutely not, Jim. I stood on the line of scrimmage and my victims. Ausweichen, wenn's drauf ankommt. Rival players. Der Bero eher nicht. Gefällt mir das so? Ich glaube nicht ganz. Ich bräuchte hier einen Chaoskrieger. Das heißt, der Lesrak geht nochmal, wechselt mit dem Bero den Platz. So, und dann haben wir hier vorne noch den Plastiklöffel. Einmal hier neben den Black Scorpion. Alles klar, Einstellung bestätigen und dann kriegen wir jetzt den Ball.
Wir können auf ein benachbartes Feld. Das ist sehr nett. Hm. Also der Plan wäre ja hier. Noch da. Okay, dafür muss ich den Minotaurus hier hin ziehen. Der Chaoskrieger kann dann hier hin. Das ist der Mishka, den können wir auch einen nach vorne stellen. Der Karte. Fantastic! What was that, Joe? What about? Oh, fantastic thing. Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. My agent says it will help for future gigs. Don't do it again. I hate bad puns. So, und Backfisch einen nach hinten, näher an den Ball. Dann können wir es ja bestätigen. Wir starten mit unserem Plan, diesen Tiermenschen in die Zuschauer zu kicken. Those players are very close. Okay, klappt schon mal nicht. Like a fight is about to happen. Egal. Der Black Scorpion läuft trotzdem weiter nach vorne. So, alles klar. Hier haben wir dann jetzt einen 1er Block, den wir relativ einfach zu einem 2er Block machen können. This is going to be decisive. Schieben und stehen bleiben. So, Lesrak, prügeln. The attacker has an assist. Läuft nicht. Bleiben. Und der Frank gegen den Tiermenschen. Auch der schafft kein Niederschlagen. So, Cartman kümmert sich mal hier um den. Der Mishka geht mal nach zurück. Der ist nämlich potenzieller Empfänger von einem Pass. Plastiklöffel dafür nach vorne und Koali hier als Absicherung. So, und dann versuchen wir doch mal den Pass auf den Mishka. He might have failed the action without his thing. His mutation, you mean, Bob? Yeah. That. So, ist zwar ein risky Pass, aber wir haben ja eine gute Geschicklichkeit. Oh, Mishka. Perfect pass. Well played. Okay. Zug beenden. Wofür haben wir dem Mishka eigentlich Agility 4 gegeben? Also in den letzten Spielen ist er so ein bisschen mit dem Ball auf Kriegsfuß. Weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. So, mit Glück können wir, wenn der aufsteht, nächste Runde zwei Spieler in die Zuschauer kicken. Das heißt, zwei wenige, um die wir uns Sorgen machen müssen. Aufstehen hier. Ja, er steht auf. Gut. Da kommt der Blitz. Gegen Plastiklöffel. Ist das schwächste Glied in der Kette ausgesucht. Hat momentan auch außer dem Minotaurus der einzige Spieler ohne Aufstieg. Ah ne, Quatsch, die beiden Chaoskrieger haben auch noch keinen Aufstieg. Der Lesrak und der Loridas. So. Jetzt haben wir hier den Zweierblock. Das ist jetzt nicht schlimm hier. Einfach mal schieben. Folgen. Und Loridas schiebt ihn jetzt in die Zuschauer. Bleibt auch stehen. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the So, dann hier mit dem Black Scorpion das gleiche. Ab, weg mit dir. And into the crowd they go. Oh, so, jetzt ist das Problem halt bei den rasenden Typen, die müssen immer nachrücken. Der steht jetzt natürlich da extrem kacke. Das heißt, stehen hier mal mit dem Bero auf.
müssen jetzt auch irgendwie gucken, dass er den hier nicht so einfach halt in die Zuschauer kicken kann. Aber das sieht ganz gut aus eigentlich. So. Hier haben wir ein Doppel. Folgen. Komm, Frank. Zwei Casualties hast du schon. Ein weiterer kommt leider nicht dazu. So, den Ballträger bringen wir mal ein bisschen in Sicherheit hier. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Haben wir hier einen Mehrfachblock, der auch gelingt. Sehr gut. Und wir folgen. Sehr schön. So, und dann haben wir hier die Möglichkeit nachzurücken mit dem Backfisch. Und dann sind wir auch schon wieder für diesen Zug am Ende. Es ist möglich, an den Ballträger ranzukommen. Allerdings ist es so einfach jetzt auch nicht. Alle immer what can you do when it's a full blitzen? Speed horned opponent? The A between the eyes. Ah, sehr gut. Bero wehrt sich. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Come on, guys. Clues in the title. Ah, den Sonnen haut man nicht so einfach. Let's see blood in Blood Bowl. Frank geht down. Und wir sind wieder im Zug. Aufstehen. Auch hier aufstehen. So, wie wollen wir das Ganze jetzt machen? Wir gehen erst mit dem Cartman einen nach vorne und können dann mit dem Bero hier blocken. Ja, ist nur ein Einserblock, ich habe mich da wieder vertan. Aber gut. Der Reroll verhindert Schlimmeres. Dann würde ich sagen, gibt das jetzt hier einen Blitz. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Sometimes the underdog wins the fight. So. Not this time. Das hier ist aber auf jeden Fall jetzt auch ein Doppelblock. Might as well grab a feather and shove it up there somewhere. Probably good that did. So, den Blitz haben wir schon verbraucht. Der Eloidas läuft jetzt mal nach vorne. Der Koali auch. Come on, nur das Ausweichen. Oh Gott, jetzt steht der Ballträger da. Na gut. Nicht ganz frei, weil in die Crowd schubsen kann er ihn jetzt nicht. Weil da liegt der Koali vor. Der Blitz ist möglich. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker. That's it. Aim for the ball carrier. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil jetzt steht er hier ziemlich fuck. Und wird jetzt gleich wahrscheinlich in die Crowd geschubst von Koali. Oder braucht dazu einen Blitz? Oder kann das der Cartman auch erledigen? Ich glaube, das kann der Cartman auch erledigen. So, on the edge of the field, erledige das within mal. Grasping range of the weg mit dir. And they're looking hungry. Bleiben. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope so, und das excited. War auch der gefährliche Chaoskrieger mit den Clown. Das einzige Nachteil ist, dass jetzt hier Backfisch am Rand steht. Aber gut, irgendwas ist immer. So, Elori, lass einmal hier hauen, bitte. Läuft. Bleiben stehen. So, unser Minotaurus möchte sich hier mit den Chaoskriegern anlegen. Sehr schön. Es gibt jetzt einen Einserblock leider.
Vero einmal weiter. Quali geht auch was weiter. So, dadurch kann der Mischka etwas weiter nach vorne. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, the last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, dadurch gibt das jetzt hier auch einen Zweierblock. Wiederholungswurf. Jawohl, sehr gut. Der Samur macht seine Sache gut. Außer, dass er eine kleine Verletzung hinkriegt. Da müssen wir mal dran arbeiten, Samur. Hier können wir noch einmal hauen. Und beide Block. Komm, du hast mit Löffel zeigt, wie es richtig geht. Ah, okay, oder auch nicht. Folgen. Und dann haben wir auch unseren Zug schon wieder beendet. Nicht viel Boden gut gemacht, aber ein bisschen. Und das reicht. Mir zumindest. Stehen auch ganz gut da. Fast das gesamte Team des Gegners lag am Boden. Das ist immer gut. Ah, come on, guys. Team Spirit is the key. Well, except for me, obviously. Was sollte die Aktion sein? Na egal. Das gibt einen Zweierblock. Ja. One more step and. Na, nix and. Da passiert nix groß. Der Bero rächt sich nämlich jetzt. Und haut ihn jetzt aus den Latschen. Pass auf, guck. Mit Ansage. Folgen. A little air for the ball, Captain. Ja, oder auch nicht. Schade. Bero, ich hatte so viel Vertrauen auf dich gesetzt. So, ein. Okay, der ist standfest. Das ist natürlich kacke. Da muss sich der Cartman drum kümmern. Whoa, that player is a real wall. Oh, that player is a real wall. Das hast du recht. So, Wiederholungswurf. Brauchen wir hier. Schieben. Bleiben. So, hier aufstehen. Wir blitzen hier. Ja, sehr gut. Folgen. Gelähmt. Dann gehen wir hier hin. Und wenn diese Runde kein Ground gut machen. Der Backfisch geht mal nach hier und jetzt geht's hier rum, Unity da ein bisschen strength aufzuräumen. So. This player, the attacker, smells weakness. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Und hier gibt's. Next time they should have. Ah, der Blutskorpion will schon wieder keinen Chaoskrieger blocken. Der hat einfach Angst. Ich glaube, er hat richtig, richtig Schiss vor dem. Warum auch immer. Zum Blitz gegen Plastiklöffel. Also irgendwas haben sie wirklich gegen Plastiklöffel. Ständig wird die geblitzt. Apparently wizards call that kinetic energy. So, mir recht sein. Haha. Ja, da hat der Black Scorpion jetzt mal richtig gezeigt, was man mit so einem Chaoskrieger macht. So, apropos Chaoskrieger. In the crowd mit ihm. That player is so close to a world of hurt. Yep. Und jetzt ist er da auch.
The fans seem very rabid tonight. I hope they leave a few bits of the player intact. Überspringen, alles klar. So, Cartman. Hauen. Schubsen. Ach so, das ist mir standfest. Das ist doch nerviger, als ich gedacht habe. Locken. Bleiben. So, hier liegen wir immer noch behalten. Oder auch nicht. I call that a tie. So, der geht down. Ist klar. Wir werden hier ein Feld gut machen. That's a dangerous place to be. Jetzt geht auch der down. Sehr gut. Und hier hast du endlich abgelegt deine Angst vor den Chaoskriegern, Black Scorpion. Ne. So, hier Plastiklöffel revanchiere ich mal. Okay. Folgen. So, ein gut gemachtes Feld. So langsam müssen wir mal in die Puschen kommen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Aber was der hier alles ausgehalten hat, diese Runde. Ouch. It looks rather like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Toromania. Ah, Mist, ich hätte das andere nehmen sollen, ich Idiot. Dann wäre ein Turnover gewesen. Back and then pow. Naja. Okay. Ich hätte auch ganz gerne, dass der Elori das den Touchdown macht, ehrlich gesagt. Weil das ist ein Chaoskrieger, der eine Aufwertung 3 bitter nötig hat. Look at Twinkle Toes there. Gehen wir mit ihm doch mal hier hin. Einen Wiederholungswurf haben wir, ne? It will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Pass können wir ruhig werfen. Oh, the last minute pass. But will it go anywhere? So, Koali einmal hier hauen. Das ist sehr gut, er ist gelähmt. Cartman, der Blitz ist dein. Noch ein Brecher, Cartman, komm! Läuft das bei dir? Läuft es, Cartman? Läuft es? Knochen, ich habe endlich mal eingesetzt und... Naja, gelähmt. Gelähmt, nehme ich mit. So. Der Bero sichert hinten ab. Alles klar. Hier möchte ich doch bitte den Tiermenschen hauen. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. He didn't see the opponents around him, did he? Chaoskrieger muss Somebody, weg. Please stop him! Plastiklöffel nach vorne mit dir und Backfisch kann sich rächen. Ja. Obwohl sie keine Prügelskills hat. Und einen Einserblock haben wir hier noch. Auch der gelingt. Komm, Lesrak, ein Casualty, dann bist du aufgestiegen. Ja, leider nicht. Okay. Aber zumindest einen Chaoskrieger kriegen wir noch in die Endzone. Ich bin da zuversichtlich.
Also MVP des Spiels müsste eigentlich der Franz sein, mit seinen beiden Casualties, die er verursacht hat. Die waren wichtig. That was risky. Der Black Scorpion ist schon wieder auf dem Boden und ist auch noch gelähmt. Also sei froh, dass das der letzte Zug ist und es nicht mehr viel ausmacht. Komm, Eloridas, Touchdown! Touchdown! The crowd goes wild. Not a figure of speech. They are going utterly wild. Feral even. Save yourselves! Yeah. Was that a timely touchdown bomb? I'll say, I was getting more bored and rigid than your last girlfriend. That team's apothecary must have the magic sponge this time. Yeah. They're down a player. Easy to replace. Possession is the key to winning, which must drive the coach crazy, as his team has just kicked it away. So. Wir versuchen jetzt hier einfach mal unsere Spieler zu schützen, die etwas wertvoller sind. Der Frank, der hat es mir echt gut gefallen, in diesem Spiel. Der Loridas mit dem Aufstieg. Bero war heute auch. War okay. Mischka einmal auswechseln. Cartman nach hinten, wir können auch auswechseln. Engel nach vorne. Umbreon, Engai und Plastiklöffel vorne an der Line. Klingt zwar komisch, aber es ist so, ihr seid entbehrlich, Leute. Wenn denn einer zu Tode geprügelt wird noch, dann am besten ihr. Und unsere Fans... Oh, get off the field. Können jetzt ausnahmsweise mal richtig wüten. Mit einem Stein haben sie einen Tiermenschen K.O. geschlagen. Also gelähmt. Okay, keine Casualty, sehr gut. This formation gives them a safe progression. It's gonna be hard to make them lose the ball. Umbreon? Umbreon ist tot. I thought we might have one of those horrible games without at least one death. Wir haben keine Apotheker mehr. Umbreon ist tot. A last-minute touchdown, which helped them save the game. Ja, traurig, wie es das jetzt zu Ende gegangen ist. Aber hin und wieder ist es halt so, dass in Blood Bowl jemand stirbt und Umbreon hat es als erstes erwischt. Der Arme. So, wir haben wieder ordentlich Knete gemacht. So, Koali ist Spieler des Spiels geworden, also ich hätte es ja eher dem Frank gegeben. Der Frank war echt der Spieler überhaupt. Und hier haben der Gegner einen Aufstieg bei einem Chaoskrieger bekommen. Ja. Ja, einen getötet. Oje, oje, oje. Wir haben aber Level-Ups. Nämlich vom Eloridas. Stufe aufsteigen. Oh, ein Pasch. Gibt es da irgendwas Geiles, was man... Ich glaube nicht. Wir könnten höchstens hier... ausweichen für einen Chaoskrieger. Nee. Ich weiß ja nicht.
Ich weiß ja nicht. Nee, der kriegt Block. Chaoskrieger brauchen einfach Blocken. Okay. Ja, der leere Slot vom Umbrunnen. Ich weiß ja nicht. Wir ersetzen ihn. Setzen wir ihn jetzt sofort. Und zwar haben wir noch den... Moment, jetzt muss ich kurz genau nachgucken. So, der Gute kriegt den Namen Manu FS. Jawohl, als Tiermensch. Und mal gucken, wie sieht er denn aus. So, so mit den gebogenen Hörnern, das können wir eigentlich mal so mitnehmen. Manu FS, willkommen im Team. Der hat übrigens auf seinem Kanal, wenn ihr den mal sucht, wenn ich dran denke, verlinke ich den, aber ich könnte sein, dass ich dann wieder mal nicht dran denke, weil die Dinger hier relativ spät immer erst hochgeladen werden und so. Egal. Der macht ein Let's Play von XCOM, und zwar von dem alten XCOM. Und da bin ich auch im Team und da bin ich auch schon gestorben, glaube ich. Möge es dem Manu FS hier in Blood Bowl nicht so ergehen wie dem Umbreon. Ja. Willkommen. So. Käufe bestätigen. Manu FS nun im Team für Umbreon und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl und dann geht es gegen die Flashing Spiders. Bis dahin, tschüss! Meow, 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 meow